Ja. Gut, dann beginnt jetzt der übliche Zirkus. Mikrofon in die Nase stecken. Ja, Mikrofon von unten rein. Oben wieder raus. Umdrehen. Festklipsen. Und aufs Beste hoffen. Ja, viele Kameras, das bedeutet, viele Kameras, die stehen bleiben können oder aus sonstigen Gründen den Betrieb kurzerhand einstellen, was man ihnen noch kaum verübeln kann. Was mich viel mehr irritiert, ich habe eben noch mal auf das Regenradar geguckt. Da wird hier Regen vorhergesagt. Es scheint sich also eine Zelle zu bilden, genau über Osterholz-Scharmbeck, und die dann davon zieht. Was mich aber noch mehr irritiert, da stand Niederschlagsbeginn 16.15 Uhr, Niederschlagsende 16.35 Uhr. Das hat irgendwas von Science Fiction, ne? Wenn man so auf die Uhr guckt und sagt, jetzt hört's wieder auf. So, bumm. Ja, noch ist trocken. Toi, toi, toi. Rum. Ja, was fahren wir heute mal? Ich dachte, da ich heute eine Kamera angebracht habe, und die hoffentlich auch funktioniert, das weiß man ja nie so genau vorher, die den Gimbal bei der Arbeit fotografiert, fahren wir doch mal die Gimbal-Quälstrecke heute ab. Vorausgesetzt, dass der Berufsverkehr, bzw. das Ende desselben, mich hier vorbeilässt. Hier sind wir eigentlich ganz ruhig, es sei denn, wir haben irgendwie Rush Hour, dann tut sich logischerweise ein bisschen was. Komm. Ach ja. Wir haben übrigens zur Erklärung knappe 30 Grad im Schatten. Deswegen erlaube ich mir heute sogar mal ohne Lederweste zu fahren. Aber nicht allzu weit. Also ich merke schon, dass der Wind hier durchpfeift, nicht wahr? Ja, insgesamt habe ich... Oh, jetzt kommt der Niederschlag. Also pünktlich wie die Mauer, muss ich sagen. Gibt also Wasserflecken auf der Linse. Lebt damit. Ist eh nur Getröpfel und das meiste fällt sowieso daneben. Aber immerhin, da sagt die Uhr, 16.20 Uhr. Sind 5 Minuten zu spät. Wusste ich's doch. Den Wetterbericht kann man einfach nicht trauen. Und bei fast 30 Grad schocken einen jetzt so ein paar Wassertropfen nicht wirklich. Für mich heißt Wassertropfen eigentlich nur, dass ich ein bisschen gesittet fahren sollte. Ja, wenn man also seine Fahrkünste auf mehrere Fahrzeuge verteilt, heißt das auch, dass man eigentlich nie so richtig mit einem wirklich warm wird. Ne? Dass das Popometer einem sagt, Burschi, jetzt wird es ein bisschen viel. Und das heißt, ich bin da immer so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ganz besonders, wenn man nicht in Leder gewickelt ist, weil es mir einfach zu warm ist, dann sollte man doch eine gewisse Vorsicht walten lassen, sofern man denn nicht größere Flächen seiner Haut verlieren möchte. Naja, und neue Haut kostet so viel Geld, das kann ich mir nicht erlauben. Also passe ich ein bisschen auf. So, sind wir gleich da. Oder nicht da, oder fast da. Da biegen wir ab bei meiner zukünftigen Ex-Bank. Das ist nicht meine Bank, also gehört mir nicht oder so, ne? Das sagt man nur so. Ein Hotte Hü mit einem PS, tiefenentspannt, zwei Mädels am Kraulen. Also wenn mich zwei Mädels kraulen würden, wäre ich auch tiefenentspannt. Würde nicht zwingend weglaufen, jedenfalls nicht sofort. So, das ist jetzt wieder so eine beliebte Kurve, wo schwungvolle junge Männer, hormonell überladen, um die Ecke rauschen, wo es nicht einsehbar ist. Ja, und gleich kommt denn auch das angekündigte Kopfsteinpflaster. Da wird es dann interessant. Immer noch an den Oberarmen. Also so ein bisschen tröpfeln tut es noch. Muss ich hier rum? Ich glaube ja.
glaube ich, sinnig fahren hier. Ja, hier weiß man nie. Hier ist so wenig Verkehr, dass die Leute immer davon ausgehen, ach, da kommt nichts. Da wird schon nichts, oder kam doch was. So, ja, jetzt haben wir gleich die wunderschöne Kopfsteinpflasterstrecke erreicht. Mal gucken, mit 4 Kameras bin ich gestartet, ob ich auch mit 4 Kameras wieder ankomme. Weil ich aber alles sorgfältig gesichert mit Gummibändern. So, das sieht doch schon gut aus. Durch diese kalte Hose wird er kommen oder nehme ich den anderen? Ich glaube, das ist Privatweg, dann nehmen wir den. Der ist nicht privat, aber Weg. Ja, ne? Da merkt man schon, da hat der Gimbel ein bisschen was zu tun. Also für diese Art von Straßenverhältnissen habe ich ihn nicht gebaut, aber ich denke, er kommt trotzdem damit klar. Außerdem, ihr wollt ja was sehen, ne? Wenn es nicht schütteln sollte, dann müsste ich eigentlich schneller fahren, weil je schneller man über sowas hinwegbratzt, desto weniger kommt von der Schüttelei beim Kleinkram an. Ah, sowas von ausgefahrene Spuren hier. Naja, ist ja eine Folterstrecke für Gimbels, ne? Von daher kriegen die ja nur, was ich ihnen geben wollte. Oh, das ist jetzt hier der ganz alte Abschnitt des Polsters. Also das ist Miezekatze und Klepper. Mehrere Klepper sogar. Je ein PS lohnt sich kaum. Ganz ehrlich, wird überschätzt. Ja, ne? Das schüttelt schön. Das fährt ins Gebein. Also hier links rum dürfen wir nicht. Da geht's in die Pampa. Da dürfen nur Landwirte entlang. So. Auch hier werden wir jetzt keine neuen Geschwindigkeitsrekorde erzielen. Klammer auf wollen, Klammer zu. Geh weg, Vogel. Hier wird nicht auf der Fahrstrecke herumgestanden. Oh, das knallt. Uah. Naja, ging aber. Uah. Wo fahre ich denn jetzt lang? Wenn ich da vorne lang fahre, komme ich da hin. Wenn ich da lang fahre, komme ich woanders hin. Dann fahre ich mal woanders hin, wo immer das sein mag. Obwohl ich hier schon mittlerweile na, 25 Jahre oder so wohne, so richtig die abseitigsten Straßen habe ich also noch lange nicht raus, wo die hinführen. Ich bin dann irgendwann alle Straßen mal lang gefahren, aber wieder so ist dann mal wieder ein Jahr nicht. Und dann löst sich die Erinnerung so langsam auch im Wohlgefallen auf. Aber zum Gimbelfoltern ist das hier genau richtig. Und das hatten wir ja vor, ne? So, da geht's da lang. Ups, der hatte glaube ich Vorfahrt. Entschuldigung. Ach, der wollte eh abbiegen. Mir ist es immer peinlich, wenn mir sowas passiert. Ich maul ja immer über die anderen. Und wenn mir irgendwie so eine Unachtsamkeit passiert, wegen Vorfahrt und so weiter, dann mag ich das gar nicht. Wenn das anderen passiert, ist das alles in Ordnung. Aber wenn es mir passiert, ist voll blöd. Das entzieht mir die Legitimation zum Maulen. Zum Meckern, drauf rumreiten, niedermachen, jawohl. Die Stellen lösche ich nachher einfach, dann ist es nie passiert. Wenn es nicht dokumentiert wurde, ist es nie passiert. Ja, ach guck mal, dann wäre fast wieder genau da, wo wir vorhin losgefahren sind. Oh, ist das warm, unfassbar. Jetzt kommt so richtig so ein warmer Hauch mir entgegen. Ja? Jetzt bin ich gerade ganz froh, dass ich die Lederweste nicht anhab. Ja, irgendeine Strecke fahren wir dann noch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Akkus dieser Totenmannskamera. Ich habe hier eine GoPro vorne drin. Die funktioniert. Dann habe ich hier irgendwo eine, genau, ein GoPro-Clone. Das ist eine Firefly, die funktioniert auch. Die ist hinten im Gimbal jetzt gerade drin.
Dann den Gimbal beobachtend ist eine 4K No Name Harakiri 2000 20 Euro aus China Kamera, die erstaunlich gute Bilder macht eigentlich. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange der Akku hält, weil es durch wieder inkompatibel, kann man keine echten GoPros reintun oder sowas. Ja, und dann irgendwo müsste noch hoffentlich links am Bürzel der Maschine so eine Fischaugenkamera, ne, so eine 180-Grad-Kamera angebaut sein, aber mehr aus Gag, weil wirklich sinnvolle Bilder kann man damit eigentlich nicht machen. Ja, in dem fischen Auto sitzt eine fische Frau. Sowas. Ja. Ich sag ja, Feierabendverkehr. Es hört hier überhaupt nicht mehr auf. Ach, ich weiß. Dann war hinten der Bahnübergang zu. Und ach nee, Madame hat rechts und links Kopfhörer in den Ohren. Ja, das darf sie aber nicht. Sie darf nur einseitig hören. Naja, ne, wozu hat man schon eine teure Stereoanlage im Auto, wenn man dann auch Kopfhörer benutzen kann? Vom Walkman. Ja, passt das? Also gleich wird es mir zu blöd, dann fahre ich andersrum. Einfach aus Prinzip, nur um mich zu rächen. Siehst du, und prompt ist frei. Wusste ich doch, dass das funktioniert. Jetzt kann ich mal, hinter mir ist keiner, da kann ich mal ein bisschen rumschauen. Ne, Passant. Das sieht blöd aus, jetzt kommt was entgegen. Ich wollte mal ein bisschen schaukeln, damit der Gimbal zeigen kann, was er kann. Guck mal, so zum Beispiel. Hui! Und der Gimbal gimbelt das alles wieder gerade. Ah, hier auch, ne? Das ist beim Video natürlich immer blöd, wenn so eine Art Stau kommt. Eine Schlange. Naja, aber hier geht es relativ flott voran. Die wollen alle ja nur in den wohlverdienten Feierabend. Das sei ihnen gegönnt. So, da kommt nichts, da auch nichts, da kommt da erst recht nichts, dann sehen wir mal zu, dass wir kommen. Ja, die Feierabendleute haben Zeit. Das kann ich verstehen, wenn ich Feierabend hatte, ich hatte auch Zeit. Ich war so heilfroh, nach Hause zu kommen und gondelte so vor mich hin. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann mit Bleifuß, Vernichtung in den Augen, Granit im Kiefer nach Hause gedonnert sind. Was letztlich zur Folge hatte, dass ich genauso im Stau stand wie alle anderen, nur solche geladener. So, und nun? Der will nicht, der traut sich nicht, jetzt kommt was entgegen, also lassen wir es. Immerhin, er fährt nahezu der erlaubten 70, das ist doch schon mal was. Außerdem weiß ich inzwischen, dass genau hier bei dem 70er-Schild kurz danach fahren so ein paar schöne Schautlöchchen, hier auch wieder. Da kann dann hinten die Z-Achse immer wieder zeigen, was sie kann, was sie federn kann. Ja, ja, ja. Nur mal schauen nachher, ob denn noch genug Kameras dran sind. Also dieselbe Menge an Kameras am Fahrzeug verbaut ist wie bei der Abfahrt. Wie heißt das? Oh, jetzt kommt's geschaukelt her, ne? Irgendwo hier, ja genau, hier. Zack, Junge, und da kann er richtig zeigen, was er kann. Bei den Modellfliegern heißt es ja, ein Flug ist immer dann erfolgreich, wenn die Zahl der Teile bei der Landung genauso groß ist wie die Zahl der Teile beim Start. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wir gleich langfahren. Da gibt es nämlich nochmal viel Geschüttel. Und wenn wir den Gimbal heute schon mal quälen wollen, aber wenn ich gleich drehe, dann werde ich sicherheitshalber nochmal nachgucken, wegen der Zahl der Kameras. Ne? Wenn sie jetzt noch alle da sind, dann schränkt das später das Suchen so ein bisschen ein. Sieht das hier aus? Ja, hier kann ich wenden. Sehr gut, sehr gut. Dann wende ich hier doch einfach mal. Klack, klack, ein Gang nach dem nächsten wird hier reingepfeffert. So, jetzt drehe ich mich mal vorsichtig um nach den diversen Kameras und sehe überhaupt nichts. Ich muss mal aufklappen. Die ist noch da, die ist auch noch da, die ist auch noch da und die ist auch noch da. Rucks. Klack, so. Bist du drin? Bist du stärker? Ist sie stärker drin? Ja, jetzt kommt natürlich klar, war logisch, ne? Augenblick gestanden, jetzt kommen Autos. Und die Sonne knallt auf den Helm. Meine Fresse, das ist aber richtig warm heute.
wie gesagt, knappe 30 Grad. Und wenn man hier irgendwo steht in der Sonne, fühlt sich das schnell nach Meer an. So, hau Rock. Das musste jetzt irgendwie sein. So, abbiegen. Das muss da vorne vor dem Hauptverkehrsstraßenschild sein. Ja. Da fahren wir jetzt rein. Das müsste meiner Erinnerung nach nämlich reichlich nicht Kopfsteinpflaster, sondern dieses graue ineinander verzahnte. So Treckerstraße. Ja, ne, ist nicht die Härte, aber sollte reichen, um der Z-Achse ein bisschen was zu tun zu geben hier. Und ihr merkt schon, auch hier fahre ich verhalten, weil die Leute sind hier mehr oder weniger meine Nachbarn. Und da habe ich überhaupt keine Lust, hier wie die gesenkte Sau durch die Gegend zu bratzen und mir das dann anhören zu müssen, was ich doch für ein ganz schrecklicher Mensch wäre. Denn hier auf dem Lande, da hilft man sich denn gerne auch mal. Und dann ist es natürlich hilfreich, guten Eindruck gemacht zu haben. Hast du mal Träge? Na, so was in der Art. Kannst du mir mal eben eine halbe Tonne Gerüffel einen höher stapeln? Wer jetzt zu Hause rätselt, was Gerüffel sein könnte. Oh, Hornochsen. Mit Hornochsen hatte ich ja beim Jagen gerade erst wieder so ein Erlebnis. Nein, es war nur virtuelles Jagen. Ich habe keine Bambis gemeuchelt. Man lässt mich ja nicht Bambis meucheln. Mist. Nein, ganz im Ernst. Jagen wäre nichts für mich. Ich schieße gerne. Ich schieße auch gerne auf Leute, also Paintball oder sowas. Aber so dem Jagdsport, dem kann ich gar nichts abgewinnen. Nach dem Prinzip, Sport ist das erst, wenn das Vieh selbst eine Flinte hat und zurückschießen kann. Und dem Weidwerk gegenüber stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Also wir brauchen Jäger. Ja, ohne geht's mittlerweile gar nicht mehr. Und nur ich selber möchte es nicht machen, das ist einfach nicht mein Ding. Wenn ich so Texaner wäre oder sowas, dann wäre ich bestimmt ein toller Jäger, weil da darf ja jeder rumballern, wie er will, mehr oder weniger. Ich schaukel nochmal, damit der Gimbel was zu gimbeln hat. Hui! Ja, ne? Alles bleibt gerade? Bleibt ihr gerade? Seid ihr noch da? Hört ihr mich überhaupt noch, weil das Mikrofon mittlerweile mal wieder rausgerissen worden ist? Was haben wir denn hier? Ja, Strich 50 nach Tacho. Also schön langsam sind wir hier. Steht da jetzt 30er-Zone? Meine Güte. Na gut. Hier gibt es halt spielende Kinder und so ein Zeug. Hier direkt links von uns übrigens ist dann auch immer das Osterfeuer. Das heißt, wenn ihr mal meine alten Drohnenaufnahmen vom letzten Osterfeuer rauskramt, da kam es her. Und hier zog der ganze weiße Qualm rüber. Der ist so hart, mit dem legt man sich besser nicht an. So, fahre ich schon wieder nach Hause oder drehe ich noch eine Runde über die Bundesstraße? Ich glaube, ich habe Bock auf Runden drehen. Es ist dermaßen warm. Also selbst mit der Flatterweste hier ist es, ja, kalt ist mir nicht. Hier ist doch irgendwo, oder bin ich schon dran vorbei, Stallings, eine Kneipe. Ich wohne hier seit 25 Jahren, bin noch nie einmal da gewesen. Das heißt doch, ich glaube einmal war ich da vormittags, weil die irgendwie parallel auch so eine Art Hermes oder Postamt oder sowas sind. Und ich habe noch nie das Ding gegoogelt. Ich habe keine Ahnung. Manchmal ist es also ja irgendwie spät nachmittags, am Wochenende oder so vorbeikommt. Dann sind hier aber die Parkplätze auch rappelvoll. Voll. Ach, da vorne ist das Ding. Das heißt, da muss ich schon was tun.
ich vermute mal so Fußballkneipe oder sowas, ne? Aber wenn dann Fußball ist, dass sich alles zusammenrottet. Bruder und Schwester finden hier zueinander, um die jahrhundertealte Tradition der ländlichen Inzucht fortzusetzen. Ja, Glascontainer. Mir tun die Leute so leid, die gegenüber vom Glascontainer wohnen. Klirr, Schepper, Krach, Radon, ey, das ist doch die Pest. Meine Mami ist noch der Typ, die wäscht den Müll noch, bevor sie ihn wegwirft. Ich versuche hier immer auszureden. Ich glaube, so langsam habe ich Erfolg, aber nur ganz langsam. Das heißt also, sie spült die Gläser auch nochmal aus. Sonst riecht das ja. Warum stehen da Leute? Ach, das ist träge. Das sah eben aus, auf weite Entfernung, wie zwei Leute mit Warnwesten. Ja, ein landwirtschaftliches Nutzgerät. Ganz rechts am Rande, wo ich sie selten sehe. Ich sehe sie sonst immer nur mitten auf der Straße. Und entgegen kommt ein zweites. Haben wir zufälligerweise Erntezeit? Sieht beinahe so aus, ne? Ich würde sagen, wir drehen hier einfach um, dann laufe ich auch gleich wieder auf den Dingenskirchen auf. Auf den Träge. Steht denn da Schönes? Kann ich nicht sehen. Aber steht zum Verkauf. Aber nein, ich habe im Moment genug Motorräder, ich brauche mich noch mehr kaufen. Privat Parkplatz, ja, glaube ich wohl. Das mache ich wohl glauben. So, schöne Spitzkehre, das wäre was für den Gimbal, ne? Na, da ist nix. Da kommt was. Ich breche mir gleich den Kopf ab. Ach, jetzt will er auch noch rein? Nee. Ein weiter. Und der Treckerfahrer schaut mich verwirrt an, warum ich ihn gerade geholt habe und jetzt wieder wende. Der denkt bestimmt, ich hätte was vergessen. Üblicherweise meinen Kopf. Ah, oh, was für eine Luft. Meine Fresse. 30 Grad, naja, also 28 haben wir vielleicht. Nicht unbedingt feucht, auch nicht unbedingt trocken, also nicht so mördermäßig schwül, absolut erträglich. Aber selbst bei dieser Geschwindigkeit hier im Luftstrom, absolut angenehm. Ja, jetzt laufen wir leider auf den Trecker auf. Sollte ich ja einfach da vorne die Abfahrt mal nutzen und nochmal Kameras zählen. Auf die Art schinde ich so ein bisschen Platz nach vorne. Sonst fahren wir nämlich bis nach Hause, hinterm Träger her. Das sehe ich schon kommen, sehe ich das. Kann ich denn hier abzweigen oder ist das eine Straße? Eine Privatstraße. So, ich zweige hier mal eben ab. Die führt leider nirgendwo hin, die Straße. Ah, wo ist der leere Leerlauf? Da leert ein Leerlauf. BMW typisch mit einem hörbaren Klack. Mikrofon klappt weg. Oh, ich bin ja quasi nackt. Ja, es scheint. Ja. Ja. Sacra den Kruzifix nochmal. Black, da klapp ich euch mal wieder vor meine Nase. Hinter mir ist alles frei, das ist schön. Dann nutzen wir das doch schamlos aus. Sekunden gestanden, sofort voll geschwitzt. Erst schwitzen, dann schwatzen. Ich gebe zu, es ist ja auch schön in der Höhle zu hocken. Nicht gerade klimatisiert, aber ich habe ja 100 Jahre alten Ziegelbau. Das ist so dick, da kommt keine Wärme durch. Aber hier draußen auf dem Bock, das ist doch immer wieder schön. Vor allen Dingen, ich kann, ich muss ja nicht. Oh, der LKW ist weg in einem Träger. Explodiert, abgebogen oder hat es geschafft zu überholen?
Ach, jetzt fahren sie rechts. Ach, der will links abbiegen. Deswegen fahren sie jetzt rechts alle vorbei. Hier fahren wir rechts an. Ja, gleich sind wir wieder drüber. Und dann kann ich mal gucken, ob von den Videos irgendwas geworden ist. Was ich jetzt nämlich nicht sehen konnte, ist, ob die Kameras überhaupt noch alle laufen oder ob die Akkus da schon aufgegeben haben oder rausgefallen sind. Oh ja, da ist wieder ein Linksabbieger, der alles abhält. Naja, was soll er machen? Gut, da sind wir wieder. Sehr schön. Also, Rücksturz zur Erde. In den Landeanflug gehen. Heute war ein Träger von der Stadt da und hat hier alles schön gemäht. Mäh. So, per Dautz. Meine federleichte 650er. Eigentlich hätte sie jetzt einen weiterstellen können. Ne? Dann hätte ich hier nämlich nachher... Das mache ich jetzt einfach mal. Ich stelle mich einen weiter. Dann kann ich nämlich da die eine Gehwegplatte ein bisschen erhöhen. Na komm schon, Baby. Man soll ja gegen die Gewohnheit so ein bisschen ankämpfen. Hier steht normalerweise die VN 800. Aber die hat ja im Moment keine Räder. Oh, das klackt aber hier. Ich sage ja, der BMW-typische Schaltung. Bin ich noch eins zu hoch? Nee, ist der erste. So. Wusste doch, die Karre hat auch irgendwo einen Leerlauf dabei. Oh, ich habe die Timing-Klatscher habe ich vergessen, ne? Gott, ich mach hier auf. So. Upp. Vorsichtig, nichts abreißen. So, warte mal, welche Kamera kann was sehen? Die kann den sehen. Und den wahrscheinlich auch. Dann mache ich mal eben so. Patsch. Da patsch. Nee, so patsch. Da klatsch. Es müssen sich ja immer irgendwie zwei Kameras sehen können, damit ich unterm Strich da irgendwas mit anfangen kann. So, Handschuh aus. Vor allen Dingen Kamera aus, dann kann ich nämlich den Helm aufklappen, dann kriege ich wieder richtig Luft. So, mit der fangen wir an. Die machen wir aus.